Hey Leute, Game of Thrones ist eines dieser Serienphänomene, das uns derzeit zu jeder Tages- und Nachtzeit vor den Fernsehern hält. Nicht nur, dass sie mit unerwarteten Wendungen, hinterlistigen Intrigen und liebevoll inszenierten Bildern zu fesseln weiß, sie verspricht momentan auch noch ein paar weitere Staffeln, auf die man sich freuen darf. Damit die Wartezeit bis zum nächsten Staffelstart nicht mehr so lange erscheint, haben wir heute ein paar unveröffentlichte Szenen, die es nicht in die Endfassung geschafft haben. Achtung, Spoiler-Alarm! Los geht's! Nummer 5. Giantsbane am Lagerfeuer. In der Originalvorlage Das Lied von Eis und Feuer beschreibt R.R. Martin mit viel Liebe seine Charaktere und alles, was sie tun, scheint ihr Wesen nur noch tiefer zu beschreiben. Zwar gelingt dies auch zu großen Teilen in der Serie, hier muss aber natürlich viel gekürzt werden, was nicht unbedingt zur Hauptstoryline beiträgt. So lernen wir viele Figuren nicht so genau kennen wie im Buch. Bei Tormund Giantsbane werden Fans zum Beispiel sofort bemerken, dass es rein äußerlich schon einen großen Unterschied gibt. Denn Tormund hat nicht, wie im Buch beschrieben, einen weißen Bart, sondern ist in der Adaption rothaarig. Diese Szene, in der Tormund am Feuer sitzt und genüsslich einen Hühnerschenkel verspeist, ist wirklich sehr nah an der Buchvorlage und verrät etwas mehr über diesen interessanten Charakter. Leider schaffte sie es jedoch nicht in die Serie, da sie bloß vage hinter Hintergrundinformationen enthält. Nummer 4. Loras Tyrell trauert um Renly Baratheon. Loras Tyrell ist zwar nicht wirklich der Publikumsliebling, jedoch rankt sich eine sehr interessante Geschichte um den Edelmann. In einer Szene, die wir nie zu Gesicht bekommen haben, ist er in tiefe Trauer gestürzt, als seine Schwester Margaery hereinkommt, um ihm etwas zu essen zu bringen. Sie versucht ihn zu ermutigen, nach vorne zu schauen, da sie sich um ihre Familie kümmern müssen. Loras jedoch glaubt, für den Tod von Renly Baratheon verantwortlich zu sein. Er habe ihn schließlich auf die Idee gebracht, König zu werden und den eisernen Thron zu besetzen. Margaery versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und sagt schließlich, es sei ein Messer gewesen, das Renly den Tod gebracht habe, nicht Loras. Trotz allem bleibt es jedoch ein Riesenverlust für Loras, der Renly sehr nahe stand. Nummer 3. Giantsbane gegen Thorny. Eine der berühmtesten Szenen in Game of Thrones dürfte für viele Fans das Finale der 5. Staffel gewesen sein, in der Jon Snow von seinen eigenen Leuten in einen Hinterhalt gelockt und brutal erstochen wird. Langsam sah man ihn verbluten und vermutlich haben sich viele eine unerwartete Rückkehr in Staffel 6 erhofft. Doch wie konnte es eigentlich so weit kommen? Eine lang unveröffentlichte Szene zeigt eine Begegnung zwischen Tormund Giantsbane und Alistair Thorny, die eigentlich noch vor dem Hinterhalt stattfand. Dabei macht Thorny dem Wildling eine ziemlich deutliche Ansage und droht ihm. Tormund jedoch reagiert ziemlich unbeeindruckt und macht sich nicht viel aus der Meinung seines Gegenübers, der nicht alleine über sein Schicksal zu entscheiden hat. Damals war Alistair noch der Befehlsgewalt des Lord Commanders unterstellt, sorgte aber, wie bekannt ist, später dafür, dass Snow seine Machtposition verlor. Die Szene gibt einen kleinen Einblick in die Beweggründe Alistairs, die Messerattacke auf Jon Snow anzuzetteln. In jedem Fall wird aber deutlich, dass er mit der weltoffenen Linie seines Chefs nicht besonders zufrieden war. Nummer 2. Verrat an Daenerys. Die hübsche Dame hat unsere Herzen erobert und ist für viele der absolute Star in der Serie. Sie ist natürlich nicht nur bildschön, sie kann außerdem auf Drachen reiten und scheint absolut furchtlos. Auch wenn man sich manchmal etwas mehr Emotionen in Emilia Clarks Gesicht wünschen würde, so begeistert sie doch viele Fans. Diese unveröffentlichte Szene findet statt, kurz nachdem Daenerys herausfand, dass Ser Jorah Mormont ein Spion ist. Neben Daenerys sieht man Missandei, ihr Dienstmädchen. Ohne sie anzusehen oder weiter zu beachten, flüstert Daenerys ihr streng zu: Hintergehe mich niemals. Never betray me. Never.
In diesem Moment wird klar, wie bestürzt Daenerys auf den Verrat durch die eigenen Reihen reagiert. In jedem Fall wäre aber eine Reaktion seit Missandei schön gewesen, die sich weder rührt noch etwas sagt. Vermutlich ist dies auch der Grund, warum die Szene es letztendlich nicht in die Serie schaffte. Und damit wären wir bei der Nummer 1. Tyrion schickt Shay fort. Shay und Tyrion pflegten eine wirklich besondere Beziehung. Die Prostituierte, in welche sich Tyrion Lannister verguckt hatte, blieb schließlich seine einzige Geliebte. Als Cersei Tyrion droht und er seine Angst um Shay bemerkt, realisiert er, wie sehr er sich in sie verliebt hat. Nach dem Fall Tyrions durch die Schlacht von Blackwater entschließen sich die beiden zwar, gemeinsam zu bleiben, jedoch wird ihre Beziehung durch die erzwungene Heirat von Tyrion und Sansa erschüttert. Zwar wird Shay schließlich zu ihrer Zofe, um Tyrion weiterhin nahe zu sein, verliert sich jedoch in Eifersucht. Um ihre Sicherheit bangen, schickt Tyrion sie schließlich fort, sie aufs Übelste beleidigend. In einer unveröffentlichten Szene sieht man anschließend, wie Bronn, der Söldner, Shay aus dem Schloss hinterhereilt, um ihr die Wahrheit zu erzählen. Ja Leute, wir hoffen, ihr habt auch Spaß mit der momentanen Staffel und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres cooles Video anschauen und ansonsten hören wir uns wie immer nächstes Mal wieder. Bleibt gesund, peace out!